Come see me tonight. In the sack we're flirting and we dance for hours. She knew that she had me, but I didn't realize I'm sleeping with a vampire. Hey, warte mal, wie geht das? Nee. Ich suche gerade den Fliegeralarm. Was ist? Naja, egal. Odamatone, sage ich euch, ein sehr schönes Instrument. Gibt es übrigens auch in groß. Also es gibt es auch in 1 Meter Größe. Ist das nicht löschen? Und dann ist es noch lauter. Und man kann das an einen Verstärker anschließen. Also das jetzt nicht. Aber die anderen schon. Ja, die originalgroßen, die kann man dann nicht. Was tust du da? Ich lösche Wände und Flecken. Brauchen wir Geld? Es gibt leider kein Geld. What, why? Weil das... Da gibt's doch Geld. Ja, aber das ist hier, im Ernst, hier gibt's nichts zu sehen, bringt halt kein Geld. Stand halt da wirklich. So, jetzt das Kind noch. Mach das über das Einhornkopf. Das sieht komisch aus. Mach das auf die Nase. Nein, Franz. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Nein, nein. Nein. Leg das jetzt weg. Leg das jetzt weg. Sonst sorge ich dafür, dass du Drillinge kriegst. Oh, du machst mich fertig. Ich wollte es wegtun, ich schwöre, ich bin nur dran gekommen. Bitte lass mich in Ruhe. Nein! Mach's wieder an. Nimm die Hand da weg. Leg kannst auch weg. Mit der Nase. Mama! Wunderschön. Mama. Okay, gut. Gut, 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 gut. Tu irgendwas. Okay. Was tanzt denn da unten? Achso, das ist Twitter. Twitter, yes. Und jemand hat ein Teletubby-GIF gepostet und es danced jetzt da unten jetzt in meiner Timeline. Mehr. Okay, es ist weg. Ist weg. Ja, gut. Das war verwirrend. Ich dachte, es gehört zum Spiel. Ui, nein. Ui, schön, aber vielleicht zu dunkel. Besser, aber der passt ja Boden. Ich sage nur, wie es ist. Ich will ja gar nicht schimpfen, aber es ist so. Oh mein Gott, Hilfe, Augenkrebs. Nicht alles grün, blau, türkis, Hilfe. Augenschmerzen, Tränen fangen an zu platzen. Jetzt bist du blind, jetzt geht's dir wieder gut. Übrigens, das sieht halt jetzt wer mal ein so schönes aus, Blau Geld. Will. War das nicht eigentlich grau? Nee. Das war blau, okay. War auf jeden Fall blau. Das Rot haben sie nicht so gut hingekriegt. Findest du, müsste noch ein bisschen knalliger. Ja, aber das ist beim Transferdruck total schwierig. Digital Brand Hang. Ist nicht so einfach, wie man das so denken mag. Kennst du das die Vorlage für das Foto? Ja. Habe ich nämlich so geschossen, indem ich einfach meinen Kopf nach hinten gelehnt habe. Dann wieder nach vorn und einfach auf die Brust getroffen. Sehe keinen Unterschied zu sonst. Aber ich hätte es mir kleiner bestellen können. Ja, naja. Aber das ist... Du unterschätzt eben noch dein neues Körpervolumen. Ja. So. Das ist eine schöne Badeeinrichtung. Das ist halt erstmal. Ich hätte sehr gern. Genau, und. Ja, das. Lol, das passt sogar. Sieht halt gar nicht mal kacke aus. Nicht sehr, ja. Aber da es ja auch in der Nähe vom Kinderzimmer und so ist, ist es, glaube ich, dann ganz nett. Das ist nicht ganz. Und dann so. Sollten wir vielleicht helle Möbel holen, weil dann sieht man die Kacke schneller. Oder eben nicht. Hm? Ui. Hübschi. Das gefällt mir zu dem Boden. Das ist jetzt sehr inspirierend dann für mich. Denke ich auch. Aber dann machst du jetzt japanische... dann malst du da jetzt Naruto?
Na, mal ich Narugami. Was? Orang? Narugami. Das? Narugami. Naja, Naruto, so wie er aussieht, als hätte ich ihn auf Papier gefaltet. Narugami. Boah, du kennst dich voll nicht aus mit Anime, ey. Das ist eine alte chinesische Tradition. What? Ui, ganz schön groß. Oh, Jesus. Wusste, dass du das sagen würdest. Habe ich lange nicht mehr gesagt. Ja, überleg mal, warum. Weil du es lange nicht mehr gesagt hast. Oh. Ich brauche Cheatcodes. Nee, warte mal, wie geht das? Ja, genau. Quack, quack, quack. Naja. Ich übe noch. Schickt mir gern. Übt das aber bitte im Büro. Das war heute so schlimm, ne? Die ersten 30 Minuten heute, wir hatten Shitty Flute an und haben Toxic von Britney Spears gehört mit Shitty Flute. Und die Kollegen haben versucht, das mit der Automatone nachzuspielen oder zu begleiten. Das war so witzig. Also wirklich, ich hab Tränen gelacht. Ich habe Tränen gelacht. Es war sehr unterhaltsam und hat dazu geführt, dass ich heute erst 22 Uhr nach Hause gekommen bin. Nee, das zum Glück nicht. Er war nichts geschissen gekriegt. Nichts geschissen. Ja. Also wir haben jetzt erstmal alles, was wir so brauchen. Okay, cool. Oh, hier fehlt noch eine Kackermachtoilette. Andere Toilette gibt's. Wir haben ja mehrere Toiletten. Ja, aber welche anderen Toiletten gibt's? Weil du hast gesagt, eine Kackermachtoilette. Ja, wo man rein Kacker macht. Das wäre ja, wie wenn ich sagen würde, hier fehlt noch eine Zahnbürste oder eine Zähneputzzahnbürste. Das wäre ja doppelt gemoppelt. Ja. Warum? Welche anderen Toiletten gibt's denn dann? Ich übe schon mal Babysprache, lass mich in Ruhe. Hier, da braucht wohl jemand ein Mittagsschläfchen. Soll ich mal deine Nase wegnehmen? Nein, habe ich ja keine mehr. Gibst du mir eine andere? Welche Nase gibst du mir? So eine kannst du haben, da. Eine Fingerkuppe. Ich bin verwirrt. Wie soll ich denn damit riechen? Ich schlage dich. Zum Ritter. Jo. Okay, Jobs done, Gameplay, Gott sei Dank. Was soll denn das heißen? Was? Was soll denn Gott sei Dank heißen? Gameplay heißt, dass Franz wieder eine andere Beschäftigung hat, außer Schwachsinn. Oh, wie, ich hab mich geputzt. Oh, guck mal, Last Exception erfasst. Ui. Oh Gott, jetzt geht's ab. So, das ist jetzt also unser neues... Ui. Ja, sind aber reingestürmt. Ja, wir waren gleich gekackert. Ja, das Erste, was im neuen Haus gemacht wurde, immer Kacker macht. So gut. Jimmy, geht das erstmal ein, wenn erstmal kacke. Habe ich hier genügend Butternäpfe? Ja, dann gehe ich jetzt mal füllen. Und füllen. Also vielmehr Buffy geht das machen, wie es aussieht. Gute Buffy. Gute Buffy. Gute Buffy noch in Dschungelklamotten. Ja, da müssen wir uns jetzt auch ansetzen. Das muss man noch. Ja, Selbstständigkeit vollständig. Alles vollständig. Ja, das ist doch gut. Da. Du meinst, weil wir noch rumchillen und nichts machen? Nö. Was ist denn dein Problem? Warum hast du plötzlich grüne Männer über deinem Kopf gehabt? Was ist das zwischen dir und den grünen Männern, ha? Haben die dich geschwängert? So. Ja, manchmal kommt es dir so vor. Es geht ja bei Sims wirklich, dass Aliens kommen, einen entführen und dann kriegt man ein Alien-Baby. Aber das kann man wieder zurückgeben. An wen? Oder an was? An Aliens. Warum? Naja, weil die machen das so. Die inkubieren Babys in Menschen, weil die sich so fortpflanzen. Aber man kann das Baby behalten, wenn man will. Jedenfalls ziehe ich mir jetzt wieder was Vernünftiges an und verpasse mir mal meine aktuelle Haarlänge. Die halt schon wieder ziemlich lang ist. Das stimmt, es ist ein langes Haar. So sehe ich morgens aus. Ich aber auch. Aber ohne Locken. So, wenn ich mir die Haare geglättet habe.
So, wenn ich sie geglättet habe und es lief nicht so gut. So, wenn ich versuche... Sie nicht mal geglättet habe. Versuche irgendwie... Ich wünschte, so könnte ich sie tragen, aber so viel habe ich nicht auf dem Kopf. Hä? Ich will einfach nur mittellange Haare haben. Die, das ist fast schon... Das kommt hin. Ja, ist gut jetzt. Chill. Überall dasselbe machen, was ein Spaß, yippie-yay. Warum? Normalerweise überschreibt er das. Was ist denn das für ein Mist? Du siehst ja übelst müde aus. Oh, ich sag die Augenringe. Ah. Ich hab jetzt Frischmachgel fürs Gesicht. Hab ich gesehen. Ich weiß nicht, ob es heute Morgen irgendwas gebracht hat, um ehrlich zu sein. Sowas bringt nur was über viele Monate. Fuck, was, warum? Naja, das ist nicht so Wirkung instant und sowas. Das muss schon eine Zeit lang die Haut beeinflussen. Weißt du, was da drin ist? Ganz viel Zeug, was man sich lieber nicht ins Gesicht packen sollte, weswegen du auch einfach mein Aloe Vera Gel hättest nutzen können, wenn du vorher gefragt hättest. Aber Franz wollte ja was, wo was draufsteht. For man! Ich wollte eigentlich nur nicht mehr so abgefuckt aussehen. Und deswegen habe ich... Da hilft auch keine Creme mehr. Okay, vielen Dank. So, hatte ich jetzt... Finde ich sehr amüsant. So laufe ich zu Hause anscheinend rum. Boah, ja, richtig. Ich bin jetzt so eine richtige Mama, aber wir haben jetzt ganz viele Kinder. Da muss ich auch so Mama-Klamotten tragen. Ich bin die Mama. Oh, voll schicke Mama-Klamotten. Ich habe richtig Titten da drin, guck mal. So nicht, aber so schon. Ey, wie, natürlich hast du auch... Guck mal, was für Brüste das sind. Wo kommen die denn her? Krieg ich die? Ach, ich krieg die Milch. Ach, scheiße. Wieso kriegst du die Milch? Wenn du nicht schwanger bist, kriegst du auch keine Milch. Ja, aber du bist doch schwanger. Ja, na, ich krieg einen milchigen Auswurf. Boah, so. Alter. Wieso wollt ihr, dass ich mit Franz aufnehme? Was soll denn das? Oh, schön. So, Alter, ich bin so... Oh, das... So sah ich früher aus, als ich Basketball gespielt habe und ich habe unter meinem T-Shirt den Basketball versteckt. So sah ich aus. Oh, vielleicht kriege ich Basketball-Babys. Ja, das kann sein. Das ist dein Ausgeh-Outfit. Wow, ist ja schrecklich. Scheiße. Doppelbeule. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Boah, das muss doch mega auf die Eier drücken, ey. Die kommen doch aus dem Raum Frankfurt, was? Ach so, jedenfalls wollte ich das bei Buffy auch noch ändern, ja. Die kriegt so Teenager-Klamotten. Oh, die Hose ist halt so arg hässlich. Die ist wirklich nicht gesegnet mit der Hüfte. Die hat sie von mir. Moment. Nee. Also bei der Hüfte kann man, können wir ihr kurz nochmal einen Rock anziehen, damit ich auf meinen Punkt zurückkommen kann, dass man hier am besten keinen Rock trägt. Naja, so ein Ganzkörpersack geht auch. Oh nee. Halt wirklich schön. Ja, meine Meerjungfrau. Okay. Das geht, das kaschiert immer. Das habe ich auch getragen, als ich pummeliger war. Gut. Das kaschiert, das ist aber in Ordnung. Aber hochhackige gehen halt nicht. Ja, sie ist Teenager, sie muss eigentlich hier so... Clownsschuhe tragen, genau. Das passt sogar farblich. Gibt es das nicht irgendwo hier in Lilla? Da ist Lilla. Sehr gut. Alles gut, ich mache keinen Quatsch. Teenager färben sich auch ab und zu mal die Haare, ne? Sie könnte jetzt so eine Phase haben. Ja, besser so als schwanger mit Drillingen aus dem Dschungel. Das ist voll die geile Haarfarbe. So, warte. Du musst ein paar Lippenstift dazu. Sie probiert sich halt gerade aus.
Wow, der Lippenstift brennt einem ja die Netzhaut weg. Nimm mal schwarz. Sowas. Das wäre schon ein Phasenlippenstift, wa? Und dann hier so... Phasenlippenstift? Ja, von so einer Phase, wenn du so eine Phase hast. Ach so. Nee, Goth nicht. Also die hat halt nur... Bisschen punky. Sie versucht punk zu sein, klappt aber nicht. Bleibt halt so jetzt. Das geht nicht. Dann machen wir nochmal den Schlafanzug. Das sieht die übelst schwanger aus. Halt nur hier breit. Das ist ein ungünstiges Oberteil. Deswegen wird sie auch für immer und ewig alleine schlafen. Das ist ja auch gut so. Weil da so ein Munch rankommt, dann ist der tot, ne? Ich lösche den aus dem Spiel. Du kannst ihn ja umgestalten. So, was? Naja, du kannst ihm ja, also man kann ja Sims nicht kokett machen. Glaube ich, nur safe. Ich will den nicht umgestalten. Du willst den umgestalten? Ja. Gott. Sobald jemand Buffy anspricht, ist er dran. Guck mal, Team Rocket. Das ist wirklich gut. Hatte die nicht auch solche Haare? Es kommt so ein bisschen... Nee, James hatte die Haare so, oder? Ja, es kommt so ein bisschen hin, aber... Oh, ich muss... Oh, ich habe mein Handy hier... Also, ich glaube, James hatte... So, nee. Ja, der hatte lilane Haare, glaube ich. Nee. Ich glaube, Jesse. Ja, warte mal. Team Rocket. Die hatte so pinke. Ja, ist die ja. Pinke, eher lilane. Sag ich doch. Ja, genau. Ich war gerade im Strugglen. Jesse. James. Just Team Rocket, so schnell wie das Licht. Gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Miau, genau. Hey, das war schon, das ist so eine andere. Genau. Das ist so eine andere Form von, wie sind die Borg, Widerstand ist zwecklos. Es ist so, bekämpft uns nicht. Lisa guckt ganz viel Star Trek aktuell. Und schon. Ich habe wieder immer, so eine Phase. Ich hab wieder eine Phase, wo ich täglich 10 Folgen gucke. Hm. Ja, wenn ich male. Das ist ja. Kommt hin. Ja. Gibt ja auch viel. Ja. Und wenn ich mit der einen Staffel, also vielmehr, wenn ich mit der einen Serien, mit dem einen Serienableger durch bin, dann kann ich schon wieder den anderen anfangen.